Graubünden hat seit Mitte letztes Jahr ein Screening neu eingeführt und bitte. Der Rotpunkt ist doch. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Markus, liebe Organisatoren, besten Dank für die Einladung. Ich bin gerne wieder mal nach Schaffhausen gekommen, habe dort auch den Besuch im Spital gemacht. Meistens ist es ja so, man sagt, wenn man geht, ja, ich komme dann mal. Und das war eine günstige Gelegenheit, dass ich mal wieder mich zeigen konnte. Mein Thema, senkt die Frühdiagnose die Sterblichkeit beim Mammakarzinom, kann man eigentlich auch anders definieren. Man kann die Fragestellung machen, warum ist das Screening so gut? Wenn man von Screening redet, dann kommt man zweifelsohne zu gewissen Präventionsstrategien. Sie alle wissen, es gibt eine primäre Prävention beim Mammakarzinom. Hier geht es darum, Erkrankungen zu verhindern und dementsprechend die Mortalität zu senken. Wenn Sie jetzt die Risikofaktoren anschauen, dann sehen Sie, haben wir hier Faktoren meistens mit hohem Risiko verbunden, die nicht beeinflussbar sind und andere, die durchaus quasi beeinflussbar sind. Also mit anderen Worten, es sind Lifestyle-Faktoren. Wenn wir darauf schauen, dass unsere Frauen ein ideales Körpergewicht haben, etwa 16 bis 17 sind bei der ersten Geburt, 7 Kinder haben, nie Alkohol trinken, nie eine Hormontherapie haben, etwa 7 Jahre im Leben stillen und dann noch mit den 7 Kindern dreimal pro Woche 45 Minuten trainieren können. Und bei 7 Kindern braucht man ja sowieso keine Antibabypille, dann ist es klar, dann machen diese Frauen eine primäre Prävention. Sie sehen, es ist wahrscheinlich eher etwas Theoretisches in unserer Gesellschaft. Diese Faktoren, die sind nicht beeinflussbar, sind wie gesagt Faktoren mit hohem Risiko. Hier haben wir die Chemoprävention oder die prophylaktischen Operationen. Aber wahrscheinlich bei beiden Risikofaktorgruppen werden wir eher die sekundäre Prävention bemühen müssen. Hier geht es darum, die Erkrankung in einem asymptomatischen Frühstadium zu erkennen, damit die Mortalität zu senken. Das sind meistens Erkrankungen, die eben eine günstige Prognose haben. Ich werde demzufolge ein bisschen das Gewicht auf das Screening legen. Markus Eberhardt hat es gesagt, wir haben seit Mitte letztem Jahr ein Screening-Programm in Kanton Graubünden. Es ist das gleiche Programm, wie St. Gallen hat, das sogenannte Donna-Programm. Es gibt immer noch Kantone, die kein Screening haben, möchte ich bei dieser Gelegenheit noch betonen. Mammographie-Screening ist ganz wichtig, dass Sie wissen, dass Screening ist nicht eine Diagnosestellung. Mit Screening werden nur suspekte Befunde gefunden. Und es hängt dann ab vom entsprechenden Workup, diese Befunde in richtig positive und falsche positive einzuteilen. Das Problem natürlich, das wir bei der Mammographie immer haben, jetzt geht es nicht mehr zurück, ist die Spezifität und Sensitivität. Es gibt Leute, die sagen, ja, bei sehr dichter Brust, mammografischer Brust, könnte man gerade so gut eine Münze werfen. Das ist das Problem. Das kennen Sie auch alle, das sind zwei Grafiken, die ich einfach mal Google, habe ich Überleben getippt und da habe ich die gefunden. Aber es ist etwas, was Sie kennen, es ist etwas Bekanntes für alle Tumorerkrankungen, insbesondere natürlich auch beim Mammakarzinom. Die kleinen Tumoren haben die bessere Prognose gegenüber der erwarteten Überleben. Und wenn Sie dann noch die Stadieneinteilung sehen, die Stadium 0, das sind die DCIs, DCS-Karzinom, die haben eine außerordentlich gute Prognose. Also das ist mal etwas, was nichts Neues ist. Frühdiagnose ist mit guter
Prognose vergesellschaftet. Etwas, was wir auch wissen, das sind ältere Daten, ist, dass ein Mammographie-Screening effektiv ist. Das heißt wirksam. Diese Studien kennen Sie, die wurden immer wieder diskutiert. Es gibt von der International Agency for Research on Cancer regelmäßig Updates bezüglich dem Screening. Und heutzutage ist es anerkannt, dass die Efficacy, also die Wirksamkeit, 25% Mortalitätssenkung betrifft. Efficacy, wenn man das übersetzt, heißt das Wirksamkeit, aber es heißt eben Wirksamkeit im Rahmen von randomisierten Studien. Effectiveness ist auch übersetzt im Deutschen Wirksamkeit, aber da haben wir dann die Wirksamkeit quasi im täglichen Leben in solchen Programmen, in Mammographieprogrammen. Und hier sind die Zahlen nicht, oder besser gesagt, noch nicht so gut. Dem Screening wurde immer wieder vorgeworfen, dass die Reduktion der Mortalität ist gar nicht das Screening, sondern die besseren adjuvanten Therapien sind verantwortlich, dass hier eine verminderte Mortalität verzeichnet wird. Herr Berry hat im 2005 im New England sehr schön anhand von Computermodellen zeigen können, dass eben doch das Screening und die effektiven adjuvanten Therapien gemeinsam und zwar additiv zur Senkung der Mortalität geführt haben. Hier, wir haben diesen Knick etwa in den frühen 90er Jahren, das haben wir hier auch, aber sicher nicht so fest, wie man es hat in Ländern, wo ein entsprechendes Screening vorhanden ist. Das ist eine neuere Publikation der Kooperationsgemeinschaft Mammographie Deutschland, ein Evaluationsbericht. Und hier sehen Sie auch ganz schön, was man mit Screening erreichen kann. Das war die Situation der ungescreenten Bevölkerung. Damals hat man im Vergleich zu jetzt im Screening relativ viele kleine Tumoren und viele große Tumoren gehabt. Und mit dem Mammographie-Screening erreicht man einen sogenannten Stage-Shift hin zu den kleinen Tumoren, zu Ungunsten von den großen Tumoren. Ein Screening ist nur dann effektiv, wenn man eine tiefe Rate von Intervallkarzinomen hat. Wie ich gezeigt habe, wenn man diesen Stage-Shift hat, dass man also weniger große Tumoren sieht. Die Reduktion der Mortalität, habe ich jetzt gesagt, sieht man wahrscheinlich erst nach 10 bis 15 Jahren. Diese Systeme müssen alle lernen. Jedes Programm, das etabliert wird, muss lernen. Die Ärzte, die dort dabei sind, die müssen lernen. Und darum haben wir nicht gerade sofort die Zahlen, die wir uns eigentlich von den randomisierten Studien erhoffen. Wir müssen eine hohe Teilnehmerrate haben, eine hohe Brustkrebsentdeckungsrate natürlich. Dann etwas ganz Heikles, was man immer wieder diskutiert mit Radiologen, eine tiefe Recallrate. Und wir müssen unsere Patientin sofort abklären, wenn sie einen positiven Befund haben, um die psychische Belastung möglichst gering zu halten. Wenn Sie jetzt anschauen, für das Mammographie-Screening, es gibt verschiedene Qualitätsstandards. Ich habe hier nur zwei zusammengefasst. Das eine ist die Recallrate und das andere ist die Detektionsrate. Von der EU, die Qualitätsvorgaben schreiben vor, beim Erstscreening höchstens 7% und beim Zweitscreening 3%. In Amerika, EU ist das so knapp erreicht. Wenn Sie jetzt schauen, bei uns, unser System lernt jetzt erst, oder? Wir sind da noch viel zu hoch. Und das ist so eine Krankheit der Radiologen, oder? Dass sie immer wieder, Sie kennen alle diese Berichte, ein Karzinom kann nicht hundertprozentig bewiesen, aber auch nicht ganz klar ausgeschlossen werden, oder? Und dann macht man gern nochmals einen Ultraschall, nochmal ein CT, ja, und dann vielleicht noch ein MRI und dann ganz am Schluss noch ein PET-CT. Und das ist das Problem und da müssen, wenn man ein entsprechendes Programm mitmacht, müssen die Beteiligten lernen. Die Detektionsrate, da werden auch verschiedene Vorgaben gegeben. EU ist 5 Promille. Das Watt erreicht das schön. Bei uns in unserem Programm müssen wir in der ersten Runde dreimal die Hintergrundinzidenz haben, die etwa bei 2,3 Promille liegen und da sind wir schön dabei. Teilnehmerzahlen sind wir noch schlecht. Wir haben, wie gesagt, erst angefangen im letzten Juli, haben uns dieses Jahr schon deutlich steigern können.
Der Vorwurf ans Mammographie-Screening, Screening ist klar, dass man hier sowieso nur Erkrankungen erfasst, die gutmütig sind und nur verunsichert. Also wir finden vor allem Low-Grade-DCS oder G1-Karzinome, die nicht auf die Mortalität einen Einfluss haben. Wenn man jetzt einfach theoretisch die Situation mal anschaut bei den DCS, 30% aller duktalen Karzinomen in situ werden in 10% zu invasiven Karzinomen. Bei den High-Grade ist es so, wenn wir Rezidive haben, dann treten die in 50% in 3 Jahren auf und dann sind es invasive Erkrankungen. Die da, die Low-Grades, die kommen auch zum Karzinom in 50%, aber nur in 30 Jahren. Die wollen wir nicht sehen in einem Screening oder wollen sie nicht detektieren. Und was wir auch wissen vom Screening, hohe Korrelation von DCS mit entsprechend assoziierten Karzinomen. Also wenn Sie ein DCS G3 finden, dann haben Sie häufig ein assoziiertes Karzinom, das auch ein G3 ist und eben nicht ein G1-Karzinom. Das ist eine Zusammenstellung. Was finden wir beim Screening? Etwa fast 60% High-Grade-DCS und lediglich 50% Low-Grade-DCS. Die Entdeckung dieser High-Grade-DCS führt auch immer häufig zu kleinen invasiven G3-Karzinomen. Wenn wir die Situation von den invasiven Karzinomen anschauen im Screening, das ist das Gleiche, wie ich schon gesagt habe. Weiter führt das Screening dazu, dass weniger Karzinome mit nodalem Befall gefunden werden. Und dieses Stage Shifting habe ich Ihnen bereits schon erklärt. Also der Nachweis von DCS und vor allem kleinen invasiven G3-Karzinomen führt zur Senkung der Mortalität. Diese Fakten, die müssen Sie auch kennen, wenn Sie mit Frauen sprechen. Was tun wir nicht Gutes beim Screening? Wenn Sie 200 Frauen haben und die alle 2 Jahre für 20 Jahre Mammographien, dann werden von diesen 200 Frauen 140 jeweils ein unauffälliges Resultat haben. 60 Frauen werden zusätzliche Untersuchungen haben. Das sind radiologische Zusatzuntersuchungen. 10 Frauen werden eine Biopsie haben mit unauffälligem Resultat und bei 10 Frauen werden wir ein Mammakarzinom diagnostizieren. Und 3 Frauen werden in diesen 20 Jahren ein Intervallkarzinom haben. Wie sieht es mit den Kosten aus? Die direkten Kosten des Screening, des organisierten Screening, die sind höher als beim opportunistischen Screening, weil sie da mit den Krebsregistern zusammenarbeiten müssen. Sie müssen die Patientinnen aufbieten. Das haben sie alles nicht beim opportunistischen. Aber die indirekten Kosten, wir machen mal zusätzlich noch eine Sonographie, zusätzlich noch mal ein MRI, die sind deutlich höher beim opportunistischen Screening. Und wenn Sie die Weisen, die Totalzahlen anschauen, dann ist das opportunistische doch etwa 1/3 teurer. Wenn wir davon ausgehen, dass wir in der ganzen Schweiz ein nationales Mammographie-Screening-Programm durchführen würden und eine Teilnehmerrate von 60% haben, das ist etwa das, was gefordert wird, dann wird das uns etwa 66 Millionen kosten. Das ist 1 Promille der Gesundheitskosten. Demgegenüber steht ganz klar, Brustkrebs ist eine häufige Erkrankung und ist verantwortlich dafür, dass 25% der Lebensjahre verloren gehen durch die Erkrankung und insbesondere in diesem Segment der 50- bis 69-Jährigen. Ich komme schon zur Zusammenfassung. Ich beginne mit dem, was ich zuletzt gesagt habe. Mammakarzinom ist für 25% der verlorenen Lebensjahre verantwortlich. Das Mammographie-Screening, und das ist etabliert, senkt die Mortalität um 25%, vor allem, das war eigentlich mein Thema, Nachweis von DCS High Grade und durch diesen Stage Shifting mit Nachweis von kleinen Tumoren. Wichtig ist, wenn wir ein Screening haben, dass wir die Indikatoren für das effektive Screening erfüllen. Auch wichtig, dass man das immer wieder sagt, dass systematische, qualitätskontrollierte Screening ist billiger als das opportunistische Screening. Und einen Effekt der Mortalitätsreduktion werden wir innerhalb von Screening-Programmen, das heißt die Effectiveness,
erst etwa in 15 bis 10 Jahren feststellen. Besten Dank.